Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Und willkommen bei einem weiteren Video der Frage. Im heutigen Video konnte es natürlich bereits dem Titel und dem Thumbnail entnehmen. Es geht natürlich um eine weitere Folge von Blacklist. Heute geht es natürlich um Folge 19. Ich muss sagen, eine interessantere Folge, mehr auf so einer psychologischen Basis, aber es hatte was. Die Folge trägt den treffenden Namen The Bear Mask, also die Bärmaske. Und ich muss schon sagen, es war ganz aufschlussreich, es war wirklich interessant. Es ging halt wirklich primär um Aram. Und natürlich wurden die Ereignisse ein bisschen behandelt, was halt die letzten Folge anging. Natürlich hat man gesehen, dass Waymans begehrter Bodyguard natürlich nicht tot ist. Und ihre Schwester ist natürlich auch wieder aufgetaucht. Also wir hatten wieder Richard und Messner vereint. War sehr gut, hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Und wir haben viele Leute aus der Vergangenheit wieder getroffen, was natürlich sehr cool war. Wir haben auf jeden Fall Elizabeth wieder getroffen. Wir haben Nawabi natürlich wieder getroffen. Auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Die war lange nicht mehr auf der Bildfläche, auch nicht so Flashback-mäßig. Deswegen war das ganz cool, hat mir sehr gut gefallen. Und darüber hinaus, wie gesagt, eine interessante Folge. Es ging halt, wie gesagt, primär eigentlich um Aram und im Prinzip um seine Ängste. Also seine größte Angst ist es halt wirklich, die Taskforce zu enttäuschen, dass aufgrund seines Fehlverhaltens, seines Versagens, jeder stirbt. Er trägt jetzt nun mal halt die Verantwortung und dementsprechend muss er natürlich auch konsequent handeln. Und natürlich muss er dann immer noch mit seiner eigenen Person interagieren können. Er muss sich selbst halt immer noch wertschätzen können, muss sich selbst im Spiegel betrachten können. Trotzdem muss er mit Waymond zusammenarbeiten, was auch nicht so leicht fällt. Er will sich nicht komplett von ihm unterbuttern lassen, er will sich ihm nicht komplett hingeben, er will sich nicht verändern, weil im Prinzip hat sich jeder verändert. Das beste Beispiel ist in letzter Zeit halt wirklich Cooper. Cooper ist im Prinzip wirklich ein bisschen so in Liz Fußstapfen getreten. Im Prinzip war er immer die Person mit der meisten Moral, der sich immer so ein bisschen zwiespältig bewegt hat, aber es ging immer noch in die gute Richtung. Deswegen war das mal ganz interessant, muss ich sagen. In dieser Folge hat man zum Beispiel auch wieder gesehen, Cooper hat sich wirklich gänzlich verändert. Kann auch wegen Agnes sein, vielleicht steht er jetzt diesen nachdrücklichen Beschützerinstinkt, diese mütterliche oder väterliche Instinkt, sein Kind wirklich um jeden Preis zu schützen. Und Agnes ist natürlich wie sein eigenes Kind, deswegen kann ich das Ganze irgendwie auch nachvollziehen. Und auch was Waymond halt gerade versucht und natürlich auch das Rachegelüst, was Waymond gerade hegt. Es ist ja halt auch besser, wenn sich Waymond auf irgendeine Sache konzentrieren kann, weil wenn man einen Faktor wie Waymond nicht kontrolliert und er nicht gerade irgendein Ziel hat, ist es natürlich noch schwieriger, irgendwie zu beherrschen, was dieser Typ gerade tut. Und dementsprechend ist es ganz praktisch sozusagen, dass er sich gerade auf Kate alias Mr. Kaplan konzentrieren kann. Und wo wir gerade von Kate sprechen, es gibt leider in dieser Folge noch keine wirklich neuen Informationen, was da mit ihr passiert ist oder ob sie dann jetzt wirklich wieder zurückgekehrt ist in jeglicher Form. Es wird halt nur gesagt, im Prinzip hätte Waymond ihr Gnade gewähren können. Es war natürlich auch Liz' Wille, ihr Gnade zu gewähren, auch jetzt noch. Selbst wenn sie mitverantwortlich gewesen wäre, was man jetzt auch irgendwie ausschließen kann, hätte man ihr trotzdem Gnade gewähren können. Aber gut, Waymond hat das zweimal versäumt und dementsprechend muss er natürlich jetzt die Konsequenzen tragen. Ist natürlich sehr spannend und wenn wir jetzt Arams Psyche betrachten, hat er halt so ein sich immer wiederholendes Ereignis erlebt, dass er halt einfach ganz normal in die Taskforce reingegangen ist, dann waren halt all seine Leute, immer wieder dasselbe Grundereignis und es endete immer wieder mit demselben Faktor, nämlich dass alle gestorben sind. Wie gesagt, war eine coole Folge, es ging halt primär um Arams Psyche, so storymäßig sind wir nicht wirklich weitergekommen. Aber gut, war eine Art von Filler-Folge, die aber interessant war. Balaram wurde mal cool thematisiert, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Ansonsten natürlich war das eine solide Folge und ich freue mich auf jeden Fall darauf zu sehen, wie es denn weitergeht. Das war's aber heute von mir, das war's auch heute mit dem Video. Ich hoffe, es natürlich ist euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und natürlich abonniert die Frage. Ansonsten erscheint das nächste Video, wenn Mr. Kaplan zurückkehrt.